Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans mit dem Pack 128 German. Ich habe mich im Forum umgetan wegen dem Tierfutter und es sieht so aus, dass das Tierfutter erst ab 1967 transportiert werden kann mit einem LKW. Und ja, das nächste ist dann, wenn ich hier drauf ging, dann habe ich bei Tierfutter ja auch nur diese zwei Schlepper hier. Stahldampfer, Düngung, Dampf und das andere ist Motorschlepper. Das ist also kein Schlepper hier, aber da sehe ich jetzt auch leider nichts, was da transportiert werden kann. Jetzt gucke ich mal gerade, was die anderen Sachen alle sagen. Ich mache mal alle. Da müsste nämlich da Zuladung stehen. Und das ist auch nicht gegeben. Das bedeutet, wenn ich Tierfutter auswähle, habe ich auch keine Schiffe, die das transportieren können. Na, das sind die beiden hier. Die können nichts transportieren. Ich habe nur diese Auswahl, also fällt das Tierfutter ins Wasser, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, geht auch mit dem Schiff nicht zu transportieren. Das bedeutet für mich, dass ich frühestens, also ich könnte mit einem, sag schon, mit einer Eisenbahn darüber. Und das würde bedeuten, dass ich irgendwo hier mit einer Eisenbahn rüber müsste, aber ich glaube, die Spannweite wäre dann auch recht schlecht. Gibt es eine weitere Stelle, wo ich hinkäme? Ja, hier ist es noch. Hier wäre es noch möglich, rüberzukommen. Das ist wahrscheinlich die engste Stelle. Aber effektivste bestimmt nicht, denke ich. Wenn ich bis dahin fahren muss, glaube ich nicht, dass meine Tierfutterfabrik Gewinn abbauen wird. So, damit ist das auch geklärt. Das bedeutet, dieses hier würde Getreide angeliefert bekommen. Das ist also nicht das Problem. Aber ich kann das Tierfutter ja nicht dahin bringen. Das ist das Problem. Das bedeutet wiederum, dass ich dieses vergessen kann. Dann brauche ich hier auch nichts machen, weil ich die Kette nicht schließen kann. Die Großbäckerei fällt dann auch aus und der Markt auch. So, das heißt, ich kann hier das eigentlich mit der Bahn schon mal vergessen, glaube, weil das nicht funktioniert. So, dann gehen wir zur Großbäckerei und schauen, die machen Mehl, Zucker und Eier, die Backwaren machen die ja, Mehl, Zucker und Eier. Die Eier sind wiederum definitiv von der Geflügelfarm da und ja, damit läuft das auch nicht. Das bedeutet, ich kann auch keine Backwaren herstellen. Das ist also auch durchgefallen. Hier unten haben wir dann den Mehlproduzenten, den können wir zwar laufen lassen, aber wer soll das abnehmen, das Mehl? Das ist die Norddeutsche Großbäckerei, die das Mehl nimmt. Das ist wiederum hier und das bedeutet, mir nimmt das Mehl auch wieder keiner ab, ne? Oder Verbraucher? Ach nee, doch, das... Nee, das wären ja die Backwaren. Okay, kann ich nicht herstellen wegen den fehlenden Eiern. Gut. Also, zum Scheitern verurteilt. Was macht der Markt sonst noch? Bier, Eier erledigt. Backwaren, Eier sind erledigt. Würde ich jetzt mal sagen, wir gucken mal, was das mit der Klosterbrauerei macht. Das war eine Sehenswürdigkeit, ne? Nee, das ist die Klosterbrauerei. Das bedeutet, wir werden jetzt hier definitiv die Klosterbrauerei beliefern müssen. Das geht zum Markt, das würde funktionieren. So, der Hopfenbauer ist hier, ist relativ nahe da dran. Würde ich jetzt überlegen, zu gucken, ob dem Depot was fürs Hopfen ist, zum Transportieren. Hopfen ist dort. Da sieht so aus, dass das die landwirtschaftlichen Fahrzeuge können. Das bedeutet für mich, dass ich das auch direkt gleich zur Straße hier bringen kann. Das würde ich dann mal mit einer Straße anbinden. Ja, hat ja wieder gut geklappt. So schön gerade, ja, passt. Dann bedeutet das wiederum ein Verlader
Ort hier hin. Und einen dahin, während ich jetzt die Hopfenbrauerei sagen würde. Der braucht hier eine richtige Station, aber die können wir auch so bauen. Nee, doch nicht. Ich baue da lieber so eine richtige Straße neben, ne? Mache ich mal mit 50 km/h. Und ziehe ich einen länger und mache das dahin. Dann kann ich da auch ein Auswahlschild noch hinstellen gleich. Da einen hin und da einen hin, weil es sind ja genug Getreidehöfe, die es gibt, die ich da auch noch anschließen kann. So, das ist angeschlossen. Ich brauche noch ein Auswahlschild. Mache ich dahin. Und dann ist das erstmal erledigt. Ich brauche dann noch ein Fahrzeug, welches ich ja dann hier hinten wegholen kann, glaube ich, ne? Der steht ja da, muss ich mal die Lupe machen. Der kriegt dann eine neue Linie. Der hier. Fahrplan. Neue Linie. Wenn ich das jetzt ändere. Warum macht er jetzt keine neue Linie? Also, weil die alte noch besteht. Ja, ich mach's anders. Ich mach's auf diesem Wege. Geh hier ins. Ne, das ist. Ist das LKW? Ja, das ist Boot, genau. Nehmen hier eine neue Linie. Linie ändern. Ah gut, da ist schon eine Linie drin, interessanterweise. Na, dann lassen wir die erstmal gerade so stehen. Ich gucke mal gerade, ob ich hier nicht eine finde. Das ist auch eine leere Linie. Das sind drei Linien, die kann ich löschen. Löschen. So, jetzt mal gerade zum Hopfenfeld. Dahin und dorthin. Hopfen machen wir 100%, ne? Passt. Und die Linie ändern wir um. Nenne ich einfach nur Hopfen, weil es die erste Station ist. Gut. Das ist erledigt. Jetzt muss ich dem noch die neue Linie benennen. Und zwar hier kommt der Hopfen hin. Und gut ist. Und er fährt jetzt los. Macht die Hopfenlinie. Okay. So, wenn das mit den Eiern nicht klappt, dann ist dieser LKW, der da lang fährt, auch über. Der steht hier gerade nicht. Wo ist der LKW? Da nicht. Da fährt er auch nicht. Der ist da. Muss ich nochmal klicken für den LKW. Und der ist ja für den Geflügelmarkt. Können wir dann zum Depot schicken. Und hat sich mit dem erledigt. Das ist weg. Hier fährt der Bus, der kann bleiben. Jetzt ist die Frage, wo sind weitere Fahrzeuge? Hier sind weitere Fahrzeuge. Die bringen jetzt auch Getreide dahin. Wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht so spielentscheidend gerade, oder? Weil das Getreide wird noch nirgendwo gebraucht, oder? Doch. Zum Dingens können die das bringen. Sag schon, zum Kloster, da war ja auch das, ne? Oder? Ja, dann können wir da die Linie ändern, denke ich. Dann gehen wir da mal rein. Getreide, Hafen. Nö, das ist nicht. Zucker, Rüben, Hopfen, Hafen, Zuckerpfeil. Hafen, Tierfutter. Ach, der ist, glaube ich, auf der anderen Seite dann, ne? Hafen, Geflügel. Da ist keiner drauf. Die Linie löschen wir dann mal.
damit die uns hier nicht mehr stört. So, Getreidehafen. Das geht bis zum Rathaus, das können wir dann ändern. Die Linie ändern wir. Ostdeutsches Rathaus, das ist in Radolfzell, das ist verkehrt. Löschen wir raus und fügen da ein. Das passt dann. Und dann würde ich sagen, Getreide, Brauerei. Passt. So, die bringen dann dahin. Da die Strecke weiter ist, ist das vielleicht auch ganz richtig, dass da zwei hinfahren. So, und dann brauchen wir hier noch einen, der das Bier zum Markt bringt, ne? So, jetzt will ich nicht hoffen, dass das Bier auch noch ein Problem ist. Da ist das Bier. Und das Bier kann transportiert werden, auf jeden Fall. Durch den hier. Minerallaster, der kann Bier transportieren. Auch schön, oder? Da passt auch wieder was nicht. Bier können wir auch nicht transportieren. Kann das sein? Das ist eine Zugmaschine. Ich habe aber keine Anhänger zur Auswahl. Das bedeutet für mich, dass das Bier genauso wenig transportiert. Ne, da steht jetzt Benzin und nicht Bier. Wieso hat er Benzin ausgewählt? Gut, haben wir nochmal Glück gehabt. Da gibt's Fahrzeuge, auch mit Anhänger. 50 Cent Kilometer. 96, 1,28. Was macht der Anhänger hier? 96 Cent. Dann würde ich erstmal den nehmen. Hier müssen wir voranstellen, anklicken, oder? Und der muss erstmal weg, damit es auch geht. Ja, ich nehme den, ne? Der geht da nicht dran, ne? Alles klar. Ich glaube, der ist nur für den hier. So, passt. Dann gibt es einen Fahrplan. Und der Fahrplan ist von hier nach hier. Das ist eine keine Linie. Das ist die... Stopp, das war verkehrt. Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Nein, kaputt nicht, aber wieder weggeklickt aus Versehen. Die Linie jetzt gemacht oder nicht? Ich glaube, jetzt habe ich sie aus Versehen weggekickt. Und dann muss ich hier wieder hin. So, der ist Radolfzell Klosterbrauerei zum Markt. Das ist eine neue Linie. Und die Linie heißt jetzt Reimarkt. Fertig. Enter. Ich hoffe, der hat die jetzt auch umgenannt. Sonst verstehe ich es wieder nicht. Brauereimarkt steht da aber. Und starten. Fährt da jetzt auch hin. Gut. Das Problem, was wir jetzt haben, wir haben einen riesigen, tollen Zug, der da lang fährt. Aber der transportiert schon mal gar nichts, ne? Das bedeutet, der kann dann auch definitiv zum Depot. Jetzt haben wir teure Infrastruktur, die wir nicht benutzen können. Gut, dann müssen wir da nochmal überdenken, was wir damit machen. Weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. Vielleicht gibt es jemanden, der da eine Idee für hat. Dann möchte er das doch bitte in die Kommentare schreiben. Aber leider ist das jetzt hier so gerade gegeben, dass es das nicht von Erfolg gekrönt ist mit dem Tierfutter, ist ja das Problem. So, Klosterbrauerei sollte funktionieren. Kette ist geschlossen. Warte mal, hier gibt es aber noch kein Fahrzeug. Okay, das kommt auch von da hinten irgendwo weg. Da ist er. Genau so sieht's aus. Ist ein anderer Trecker schon unterwegs in dieser Richtung? Ja, der bringt das zum Kloster. Dann funktioniert die Kette wahrscheinlich. Und dann sollten wir da Einnahmen haben. Gut. Hier, die Straße war doch nur für die Stadt, oder? Ne, da ist auch was neben. Da gibt's Zucker für Zuckerrüben. Das ist die Großbäckerei. Ja, es ist dann definitiv auch so, dass das Ding auch über ist. Auch teure Infrastruktur. Funktioniert auch nicht.
Er fährt definitiv dann da durch die Gegend, hat zwar Zucker durch die Gegend gebracht, aber da der nicht abgeholt wird, ist irgendwann irgendein Lager vollgelaufen und dann war es das, ne? Deswegen, zack, kann auch nur zum Depot fahren, bringt's nicht. Da müsste ja hier schon massig Zucker liegen. 100 Tonnen Gerste, 96 Paletten Zucker, alles klar, ne? Irgendwann läuft das hier über und dann war es das. Gut, können wir nicht ändern jetzt? Lassen wir erstmal so. Ja, dann müssen wir uns in der nächsten Folge dann darum kümmern, wie wir hier weiterkommen, welche Ketten wir dann noch aufbauen können. Vielleicht werden wir hier so ein richtiges Bier-Imperium haben. Das ist das Einzige, was gerade funktioniert. Allerdings können wir mal gerade einmal die Karte aufziehen. Da haben wir ja die Möglichkeiten zu gucken. Industrieliste. Das ist schon ausgewählt. Naja. Wir haben Ölbohrinsel, wir haben eine Raffinerie, Schrottplatz, Stahlwerk, Kohlemine, Mittelgebirge, Erzbergbau, Maschinenfabrik. Ah, da sind auf jeden Fall noch Möglichkeiten bestimmt bei, die funktionieren. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Die müssen wir dann aufbauen. Die liegen wahrscheinlich dann hier irgendwo. Da unten ist auch etwas schwach, ne? Ich glaube, das hatten wir auch mal, dass jemand gesagt hat, die Karte wird vor allem hier im linken Bereich mit Industrien verseucht und zur rechten Seite ist es dann mager, ne? Dem sieht es auch wirklich so aus, ne? Hier sind, ich glaube, da müsste eine Stadt sein, oder? Ja, lauter. Und irgendwo gibt es da noch... Der hat das erreicht, gut. Irgendwo gibt es da noch irgendwas, was wir nicht brauchen wahrscheinlich. Was ist das hier? Eine Sehenswürdigkeit. Okay, die ist noch ordentlich verteilt. Aber ob es das bringt, ist dann die nächste Frage. Nach Sondershausen... Ja, Sondershausen ist das. Da müsste man dann eine Straße bauen und da... Ne, die Straße nicht, Bushaltestellen bauen und könnte dann einen Bus fahren lassen, dass das hier besser wird. Die haben Schrott unterwegs. Das Stahlwerk braucht den Schrott, okay. Müsste man dann gucken. Das Stahlwerk braucht Eisenerz, Kohle und Schrott. Kohlemine. Ja, müssen wir dann mal machen. In der nächsten Folge würde ich sagen, für diese soll es dann reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.